Hartes Stück Arbeit für die VU Feldkirch gegen den HC Grüden auf heimischem Eis für einen Dienstagabend. Und so dauert es ein Weilchen, doch zur Mitte des Startdrittels bringt Dylan Stanley die Feldkircher in Führung. Alle weiteren Chancen der VU Cracks werden zunächst von der Defensive der Südtiroler entschärft. Und zu Beginn des zweiten Abschnitts gelingt den Wolkensteinern in Überzahl dann auch der Ausgleich. In der 26. Spielminute dann eine sehenswerte Aktion. Wiedmeier und Niklas Geringer schraubt die Scheibe haarscharf ins Kreuzeck. Damit bringt der junge Flügelstürmer die Montfortstädter spektakulär erneut in Führung. Und nicht nur bei den weiteren Überzahlmöglichkeiten vergeben die Hausherren die Chancen auf den Ausbau des Vorsprungs. Das ärgert. Mit dem knappen Zwischenergebnis steht das Spiel im letzten Abschnitt weiterhin auf Messers Schneide. Die Gäste versuchen, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Und sind dem Erfolg vor allem im Powerplay oft sehr nahe. Kurz vor Ende der Partie agieren die Südtiroler wieder in numerischer Überlegenheit. Mit 6 Mann am Eis machen es die Grödner nochmals spannend. Doch dann gelingt den Feldkirchern ein Konter, bei dem Robin Sudeck an einem erfolgreichen Abschluss gehindert wird. Und der Schiedsrichter entscheidet auf technisches Tor. Mit dem 3:1 ist die Begegnung in letzter Minute endgültig zugunsten der Hausherren entschieden. Mit dem Heimsieg kann die VU Feldkirch den zweiten Tabellenplatz in der Alps Hockey League weiterhalten und am 8. Dezember trifft man in der Vorarlberghalle auf die Adler aus Kitzbühel. Niklas Geringer, Gratulation zur Wahl des Spieler des Abends. Letzten 3 Spiele, 3 Tore erzielt. Warum läuft es bei dir so gut im Moment? Ja, das kann man nie so sagen. Jetzt ist halt, was nicht, Glück, gutes Training. Halt, ich versuche immer alles zu gehen und dann springt Schieber im Spiel auch gut. Und dann hat man halt einmal das Glück und macht es auch. Gefühlsmäßig ein Arbeitssieg, oder? Ja, man hat gemerkt, wenn man sie im Griff gehabt im Drittel, dann haben sie eigentlich fast keine Chance gehabt. Es war eigentlich fast wie die anderen 2 Spiele, wo wir schon gespielt haben. Wir haben eigentlich viel mehr Schüsse aufs Tor gehabt, haben aber Probleme mit der Chancenverwertung gehabt. Aber sonst hat es eigentlich gut gepasst. Niklas, was hast du persönlich noch für Ziele für diese Saison? Ja, im Moment spielen wir mal gut. Hoffentlich geht es so weiter. Und ja, das Wichtigste ist einfach, dass wir gewinnen als Mannschaft und eine solide Leistung abrufen.